Bro, ich fühle mich Loki fehl am Platz hier. Das Ding ist, ich war eigentlich gar nicht eingeplant. Ich habe Basti einfach gefragt, ob ich teilnehmen kann. Und er meinte, klar, es wird dir übelst gut gefallen. Und dann habe ich erfahren, dass ich einen Warden killen muss. Und ich habe Basti erstmal gefragt, wie man das macht. Digga, Basti hat mir erstmal ein Tutorial gegeben, Bruder. Soll ich mal anrufen? Ich glaube, es geht schon los, oder? Ey, ich rufe einfach als vorbildlicher Erster an, 4, 6 Minuten, bevor es losgeht. Erster! Nein, Arschloch, ich bin Erster. Halt die Fresse. Halt deine Fresse, Norax. Ich war der erste Arschloch, alright? Papa-Platte. Wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Alles gut. Digga, wir sind ultra pünktlich. Basti ist noch im Intro. Hallo, Faisal. Moin. Mann, stimmt, du hast das erste angerufen, Digga, nicht mehr der Chef. What the fuck? Ja, Bro, ich dachte, ja. Alter, wie geht's euch? Alles gut? Klar, muss. Geil. Nein. Was denn? Nichts ist gut, Kevin. Ey, ihr müsst ganz kurz meinen Chat entertainen. Ich muss kurz Henke die Tür aufmachen. Ich würd mich, ich kann das nicht. Full Mut kann ich nicht, bin raus. Okay, chill kurz. Ich hab mir extra Nitro gekauft für Sounds. Chill. Ich hab auch ein Nitro, aber ich hab vergessen. Yeah! Oh, mein Eigentor. Ich hab echt genau. Wenn du ab heute nicht mehr aufhörst. Alter, was? Ja, okay, mehr hab ich nicht. Das war alles an Entertainment, was ich zu verbieten habe. Mehr Entertainment geht bei mir nicht. Hat noch einen? Wiederschauen. Und rein. Warte, ich hab vielleicht noch einen. Du bist dieser eine nervige Typ im Discord, der die ganze Zeit Softbots fährt. Ich bin der Typ 2014 gewesen mit dieser einen Handy-App, Digga, der die ganze Zeit auf alles rausgedrückt hat. Mit diesen scheiß Buttons? Ja, ich hatte diese Button-App. Ich hatte die ehrlich. Bitte mach das nie wieder, wenn du das noch einmal... Bro, was zum Fick macht ihr, Bro? What the fuck, Bro, Entertainment. Ich hab nicht mehr drauf, Bro. Ich muss das Soundboard holen. Digga. Was denn? Das Soundboard von Discord, das war das Entertainment? Oh mein Gott, ist das scheiße. Ja, sonst wäre tot. Bro, es tut mir leid. Nie wieder. Lies mal Full Mute einfach Musik an. Ist das scheiße, Bro. Wisst ihr schon, was wir heute Zocki machen? Ja, ich weiß schon. Basti hat mich komplett gespoilert, aber ich weiß nicht, ob ich euch schon spoilern soll. Das Format, was wir heute machen, ist Skill Race 3.0 und ich fühle mich so unfassbar fehl am Platz. Bro, was ist das? Ich habe das noch nie gehört. Ich schaue jedes BSDRG-Video. Ich weiß, was es ist, aber ich glaube, Basti will es nachher gleich selber sagen, damit wir dann alle so reacten. So, oh mein Gott, was? What the fuck? Oh mein Gott, da hast du dir mal was Tolles ausgedacht, Basti. Du bist der Beste. Bei dir macht die Minecraft für das Gucken am meisten Spaß. Ja, ich muss sagen, ich gucke in letzter Zeit öfter tatsächlich ein No-Risk-Video. Oh, check ich. Ja, 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 doch. Easy. Warst du schon? Du riechst unfassbar krank nach Kippen, Bro. Stimmt nicht. Doch, auf jeden Fall. Du riechst nach Kippen. Tschüss. Warte, Dojo, setz mal einen auf, bitte. Ich finde, die sieht so unfassbar scheiße an mir aus. Ich will sehen, wie sie bei dir aussieht. Ja, Digga, das sind so die Klärzübelzüge. Ja. Oder, wer hat die denn gemacht? Oh, ich hoffe, niemand, den wir mögen. Die müssen sehen an sich cool aus, nur an uns. Ja. Super. Hey, Bro. Mach's gut. Hi, Bro. Oh mein Gott. Der Legos. Was zum Fick macht ihr, Digga? Digga. Wie mach ich das aus? Bro, ich hab das Gefühl, Zabex-Server hat die komischsten Sachen, Bro. Das hier irgendwie sowas. Deine Mom, wie soll ich sagen? Und sowas. Sie ist fett wie ein Mastschwein. Was ist das für eine Scheiße, Digga? Und Digga, das ist ein Sound auf Zabex-Server. Warte, hier Sascha schon was, glaub ich, krass? Plö. Nee, doch nicht. Der ist actually crazy. Oh. Sein Shop, Anti-Gambling, wir hassen Gambling. Warte mal. Was ist mit dem hier? Hey, wake up. Oh nein, du kleiner Hund. Oh, Toten. Tot, wirklich. Toten rausgeholt. Digga, legit 2018 Meme. So was. Digga, nee! Oh mein Gott, das ist so scheiße. Nein, oh mein Gott, ich wollte muten. Es ist so scheiße laut. Okay, es ist 19 Uhr. Wenn Basti hier um Punkt 19 Uhr nicht da ist, bin ich raus. Das geht nämlich nicht so mit den... Ja, also Real Talk, in einer Minute, Basti. Was los? What the fuck? Nein. Ich schwöre, nein. Digga. Danke dir vielmals für viel. Digga, ich dachte, ich kann noch chillen. Er liest doch Subs vor, what the fuck? Er kriegt Subs? Erstmal schön Michael Phelps und Rainer. Junge, schön rein. Yo. Und erst ein bisschen kraulen, Digga. Oh mein Gott. Hallo. Yo. Yeah. Auf geht's, Hamburg. Was geht ab? Heute wurde der Trainer vom HSV rausgeschmissen. Ehrlich? Ehrlich? Der hat richtig genervt. Arbeitslos! Auf geht's!
Hamburg ist auf Arbeitscenter. Der Arme. Auf geht's Arbeitscenter auch stark. Digga. Warte, wurde er rausgeworfen oder ist er gegangen? Er wurde entlassen, ja. Also er wurde rausgeschmissen quasi? Genau, er wurde gefeuert, ja. Scheiße, wegen Performance so mäßig? Wir haben die letzten beiden Heimspiele back-to-back 4-3 verloren. Also wir haben in den letzten drei Heimspielen 10 Gegentore bekommen. Das ist schon ein bisschen... 10 Gegentore? Ja, aber ich meine, 4-3 ist jetzt... Also ich meine, weißt du, was ich meine? Ist ja jetzt nicht so weit vom Win entfernt. Ja, ja. Und was kann der Trainer dafür, dass der Torwart scheiße ist? Boah, ich merke schon, ich habe hier die Fußball-Experten auf jeden Fall am Start. Ja, das stimmt eigentlich. Eigentlich hätten sie den Torwart rausschmeißen sollen. Ja, ja. Real talk. Es ist schon zu Hause krass, 4 Gegentore zu kassieren. Und das war jetzt nicht nur so, naja, das hat mir jetzt nicht gefallen, sondern es ist schon, also defensiv ist der HSV momentan sehr schwach. Ah, okay, check. Und das liegt daran, weil der Trainer eine sehr, sehr, sehr offensive Ausrichtung hat. Also er spielt sehr, sehr offensiv. Ist HSV nicht gerade in der Tabelle Dritter? Mhm. Okay. Der HSV hat ja auch hohe Ambitionen. Ja, ich weiß. Aber ich sag ehrlich... Sieht man gar nicht, Leute. Sieht man nicht. Ich sage so, wenn ich so als so Trainer wäre und es wird so rumort, dass ich rausgeschmissen werde, ich würde einfach schnell kündigen und den Verein noch trash-talken. ich will mich weiterentwickeln, ich will eine neue Mannschaft spielen, die Platz hier beim HSV oder Kacke. Ja, real talk. Dann kriegst du aber keine Abfindung mehr, also ich weiß nicht, ob das dann okay, das stimmt. Was kriegst du ein Trainer? Ja, aber ich bewahre meine Ehre. Was wird er so für eine Abfindung bekommen haben? Nee, seine restliche Vertragslaufzeit, ne? Also ach je so, nachdem, was da... Der okay. Vertrag wird dann sozusagen aufgekauft, aufgelöst und dann... Ja. Also die payen ihn quasi einfach dafür, dass er nichts mehr... Also die... Ja, okay, check ich. Die zahlen ihm das restliche Money. Wie viel verdient so ein HSV-Trainer? Boah, das kann ich auch nicht einschätzen. 20, 30k? Mehr? 100k? Kevin, also, ich kann es gar nicht einschätzen. Bro. Ja, du hast keine Relation mehr zu Geld, Kevin. Ja, das stimmt. Aber wie viel macht der halt? Also ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht ganz beantworten, aber es ist schon auf jeden Fall eine Menge Kohle. Also Trainer verdienen mittlerweile auch sehr, sehr viel. Also so Bundesliga-Trainer oder so, die verdienen schon teilweise. Auch Dritte? Dritte Liga ist nochmal was anderes, aber so Bundesliga-Trainer, die verdienen auf jeden Fall Millionen. Also muss der Bundesliga-Trainer nicht nebenbei bei Rewe oder so an der Kasse malochen? Digga, imagine, Junge, Jogi Löw einfach. Digga, stell dir vor, Jogi an der Kasse, Digga. Was macht er zurzeit? Chillen, aber Eierkraulen. Ja, aber so stell dir vor, Jogi Löw nebenbei noch bei so einem Schlecker noch nebenbei am Arbeiten, Junge. Ja, ich sag, Schlecker, also, dass Digga. Du Plus und Schlecker sagst, ne? Digga, Schlecker ist vor 10 Jahren pleite gegangen. Ich weiß. Shoutout an alle Leute, die Schlecker irgendwie verantwortlich waren. Damals war das so ein Skandal mit den Schlecker-Mitarbeiterinnen, oder? Was war? Irgendwas war doch mit Schlecker-Mitarbeiterinnen damals, weil die haben ja irgendwie alle ihren Job verloren und wurden die nicht von Rewe alle übernommen? Irgendwas war da. Du bringst aber auch den Gossip jetzt hier so. Oh, ja, das interessiert mich, aber das wusste ich nicht. Ja, irgendwas war mit Schlecker. Irgendwas war also da. Also Schlecker ist halt einfach unfassbar. Die Läden waren einfach über Scheiße und keiner ist hingegangen irgendwann. Und die hatten immer so Westen, so blaue Westen an im Schlecker. Ja, Schlecker. Alleine der Name ist schon scheiße, Digga. Schlecker, what the fuck. Ja, ganz kurz, kurz. Es war halt einfach so ein Drogeriemarkt. Ne? Ja, ja. Du gehst also Leute, mit jetzt alle, by the way, in den Chat rein, alle Leute, die in den Chat jetzt reinschreiben, dass Heiko fehlt. Also wir kriegen das tatsächlich auch mit, Leute. Also es ist jetzt nicht so, dass ganz wir ganz kurz soll ich sagen, was Heiko gerade macht. Heiko zieht gerade mit so einem Tauschleppzug sein Bett auf eine zweite Etage. Was? Der hat sich so eine Konstruktion gebaut mit so, wie heißen diese Dinger, damit man die Kraft multiplizieren kann? Kevin, Flaschenzug, meinst du? Genau, Flaschenzug. Er hat so dreifachen Flaschenzug-Konstruktion gebaut und zieht so eine Wendeltreppe gerade ein 2x2-Meter-Bett hoch. Dass man die Kraft multipliziert, Digga. Aber das ist auch gut erklärt, du hast direkt Ja, auf jeden Fall, aber ich find's trotzdem witzig irgendwie. Können wir ein Foto machen? Ja, klar. Soll ich irgendwen grüßen? Kannst du den Tobi aus der 12C grüßen? Ja. Hi, ich bin Paul Platte, ich habe gerade Norax getroffen und ich grüße Hallo, den Tobi. Hallo, ich bin Norax. Aus der 12C. Oh mein Gott, hier ist Basti GAG! Kannst du Tobi auch grüßen für mich? Basti, hallo? Kannst du Tobi für mich auch grüßen, bitte? Ich grüße Tobi für uns. Basti, das ist der echte Basti. Bitte unterschreib meine Brust. Basti, bitte. Du hast eine Ratte. Mach's mit dir. Nein. Kannst du bitte gehen? Ja, okay. Spaß. Ey, der HSV-Trainer der hatte wohl letztes Jahr ein Gehalt von, also Jahresgehalt von 500k. Yo, danke Kevin. Also ja, so, das kommt. Also, das so für einen Zweitliga-Trainer so. Für einen Zweitliga-Trainer ist das sehr viel. Und echt, das ist echt viel. Ich meine, der verdient ja nur so viel, weil die mal Erste waren, oder? Also, so läuft es doch safe, oder? Würde ich jetzt sagen. Das auch, aber weil es auch, also, weil der HSV halt einer der größten Vereine so in der Liga dann ist. Ja. Aber noch Frage, wenn die jetzt aufsteigen, würde er automatisch mehr verdienen? Oh ja, das ist eine gute Frage, ja, das würde mich auch interessieren. Und auch die Spielergehälter und sowas, oder? Die Verträge sind ja, das sind halt auch
die Verträge sind ja auch ziemlich komplex für solche Fälle, ne? Es gibt noch teilweise so Aufstiegsprämien und Aufstiegs... Also ich habe jetzt auch keine Einsicht in die ganzen Verträge und so, aber es kann schon sein, dass gerade wenn es um Trainer geht für einen Verein, der ambitioniert ist zum Aufsteigen, ist halt da eine Klausel mit drin hat, wenn er aufsteigt, dann automatisiert sich das Gehalt direkt auf das Doppelte oder whatever. Okay. Und das, ja, das ja, ist okay, check. So ein Belohnungsding, ne? Einfach so. Ja, ja. Kleines Goodie dafür, dass du aufsteigst. Ja, also viele Spieler haben ja auch zum Beispiel eine Punktprämie oder eine Torprämie in ihren Verträgen, dass sie zum Beispiel jetzt pro Punkt oder so nochmal 5.000 oder 10.000 Euro pro Spieler nochmal extra bekommen. Ja, easy, da würde ich auch mich freuen. Ja, ich würde so ein Tor schießen und dann kannst du endlich wieder Miete zahlen. Okay. Einfach davor kannst jetzt ein Tor, du nicht. Mach jetzt ein Tor! Digga, stell dir vor, die würden nur gepayt, wenn die wirklich auf Tore waren. Die kriegen 0 Euro, Alter. Digga, die zittern vor jedem Spiel. Nein. Innenverteidiger kann aufhören, Digga. Torwart, der macht die Tore erst raus. Torwart steht da privat so, Digga. Er geht arbeiten, Digga, und dann muss er ein paar Bälle halten. Bro, das wird auch wirklich nur, nicht mal irgendwie, wenn du Tore hältst, sondern wirklich nur, wenn du welche machst. Und dann, Digga, alle... Er macht Eigentore, genau, weil er aufzählt. Er hat Tausende gedribbelt. Bro, er rennt so raus, Digga. Er geht so in den Sturm einfach. Bro, er kriegt auch mit vorne. Die Ronaldo, kann ich heute mal vorne stehen, bitte, Alter? Meine Frau gibt ein Kind, bitte, Ronaldo. Einmal, gib mir ein Spiel vorne. Ich kann mir das Hundefutter nicht mehr leisten, Ronaldo. Lass mich einmal vorne mitsorgen. Bitte, Ronaldo, mach einmal hinten ein bisschen, bitte. Ja, ich glaube, genau so läuft das ab. Ehrlich? Ja, ja, doch, schon. Neuer im Sturm, ja. Ich hab... Tschüss. Hallo. Ja, der ist nur außer Atem, weil er gerade das Bett hochtragen musste. Wirklich, ich habe da so einen abgestemmt. Hast du gerade noch einen kleinen Redstone-Computer gecraftet, oder was hast du gemacht? Basically, ja. Nur so einen Pistenaufzug hochgebaut, Mann, das war krass. Oh, erstmal hinsetzen, aua! Oh, das sieht echt gemütlich aus. Willst du einen Schluck von der Pina Colada haben? Wie heißt denn der Emote? Ah, ich habe ihn hier, warte. Setz dich. Oh. Ich bin Herr der Elemente. Ah, das ist so ein gutes Emote, Mann, das muss ich mir auch wieder reinmachen. Okay, lass jetzt so lange abfacken, bis wir gekickt werden. Ja. Yeah. Du kannst kein Intro nicht machen. Norex, überhaupt kein Problem. Das ey, Norex, schnell, wie heißt dieses mit dem Ball, was Basti hasst? Wenn der HSV gegen St. Pauli spielt. Stark. Weiß nicht, wie heißt das? Ah, fuck, wie heißt der? Chat, weiß das jemand von euch? Aber warum willst du was machen, was Basti hasst? Das ist ja nicht so gut. Ah, hier, Energy Ball, das ist... Digga, das ist der Beste. Geil. Das ist der Beste. Das hier, ja, hier die fangen richtig ab. Wenn wir gleich auf verschiedenen Servern sind, ihr könnt auch da dieses Emote mal einfach nur den Server zum Längen bringen. Ey, aber der Server leckt nicht, das ist doch nur Kleinzeit, oder? Wasser! Erde, Feuer, Luft! Ich merke auf jeden Fall bei den Partikeln, auf jeden Fall, wie mein Client ein bisschen anfängt zu ruckeln, ja. Ja, meine auch. Alter, was soll's denn ja? Warte, aber der Emote wird nicht verkauft, weil damals mal Battle abgestürzt bei ein paar Leuten, aber hier anscheinend ich nicht. Ich muss mit Bathland restarten, einen Moment. So feister Flieg. Das wäre nicht passiert mit dem Norris Klein. Hey Leute, was geht ab mit Norris? Nee, Norris wird dafür angezeigt, pass auf. Digga, warum hat Feister so ein unfassbar scheiß Skin? Ganz kurz, sorry. Hä? Der sieht ja mega scheiße aus. Basti, mute dich kurz. Leck meine Eier. Ja, zeig's ihm, den großen Streamer. Guck mal, was ich pack jetzt nochmal raus. Ist da mein Trikot drin? Ist da mein Trikot? Nee. Hier ist der Laptop von Heiko drin, dem ich ihn auch noch abgezogen habe. Ah! Ich habe Tisch und Laptop von Heiko geklaut und nichts dafür bezahlt. Geil. Hey Kevin, guck mal, du musst dir vorstellen, Norex war jetzt ja in Island und er sollte mir aus Island, der wollte auch einen coolen Vlog drum machen, voll das coole Video, dass er halt einen Trikot aus Island mir besorgt. Ganz kurz, können wir ganz kurz drüber reden, wie unfassbar random die Collab ist von Adi Totoro, Alexis, Norex und dann einfach fucking Rumatra, Bro. Das ist so random. Rumatra und ich sind Soulmates. Ich und er, wir verstehen uns so gut, wir hängen jetzt jeden Tag. Ich habe meinen neuen besten Freund gefunden. Oh mein Gott. Ja, Rumatra und ich hatten leichte Differenzen wegen Geldsachen, aber das ist halt ein Schwabe, mit dem muss man ganz speziell umgehen, weißt du? Okay, aber was sollst du erzählen, Basti? Sorry. Norex sollte mir ein Trikot aus Island mitbringen und wollte einen coolen Vlog machen, voll die coole Quest, voll die Aufgabe, voll das Ding. Wir haben so voll viel, yo, hier kannst du hingehen und so. Er hat es nicht geschafft, ein Trikot in Island zu kaufen. Okay, jetzt hör mir zu. Darf ich mich erklären? Naja, versuch's doch. Okay, dieser Shop, ich habe ihn rausgesucht. Und ich wollte, Alexis hat irgendwie für tausende Euro, ich will das jetzt nicht sagen, ein Kamerateam geholt, um das zu streamen. Die hatten einen Starlink, der vor uns gefahren ist. Nur damit wir Internet haben, mit Fahrer, alles, das war alles todesteuer. Und dieser Laden hat immer um 10 Uhr aufgemacht und um 18 Uhr zugemacht. Und die Streamzeiten waren von 10 bis 18 Uhr. Und ich habe gebettelt. Ich habe so gebettelt, dass wir da einmal hinfahren. Ich war einmal zwei Minuten in der Nähe. Bro, ich sag, er hat einmal gefragt, die haben gesagt, nee, geht nicht. Er so, okay. Bro. Real Talk sowas. Ja, okay, so. Hey Leute, meinte ich wieder hin? Nein, okay, ja. Gut, naja, gut. Okay, Basti, schade. Nee, ich hab wirklich ganz super Wieland. Als ich Wieland erzählt habe, was es geht, er war so heiß auf diesen Titel. Er meinte die ganze Zeit, er klaut mir das Video, checkst du? Warum seid ihr nicht gelaufen? Mann, weil wir mitten in den
Jungs, wo in Reykjavik waren und da war so Schneesturm, 80 km/h Windgeschwindigkeiten. Wenn ich rausgegangen wäre, ich wäre down gegangen. Ich finde Wielands YouTube-Game so mystisch. Ich habe mir heute ein Video angezogen von ihm. Da hat er sich so die leere Halle von der Gamescom-Lade reingezogen und er hat selber nicht mal die Anmod gemacht, sondern der Typ von der Gamescom einfach. So, ja, ist das krass. Hey, yo, wir sind gerade in der Gamescom-Halle, Bros. Und ich dachte so, Bro, was zum Fick einfach. Okay, Jungs, dann damit wir langsam anfangen können, wenn ihr wollt, ich erkläre nochmal. Ich habe nochmal ganz kurz den Server nochmal neu gestartet. Ich würde euch ganz kurz erklären, was wir jetzt machen werden. Wir machen was sehr, sehr Cooles, was ich bis dato erst zweimal gemacht habe. Damals war immer nur Heiko und Stegi dabei, also Heiko kennt das Ganze schon. Und warum mache ich hier mit Chat? Es ist ein sehr simples Prinzip. Wir werden heute die Möglichkeit haben. Wir werden heute die Möglichkeit haben. Wir werden heute die Möglichkeit haben, Fähigkeiten bzw. Boosts von Monstern zu bekommen. Es gibt heute 8 verschiedene Monster, die uns verschiedene overpowerte Sachen geben können oder eben gewisse Fähigkeiten. Wer es eben schafft, in der Stunde am meisten zum Beispiel Spinnen zu töten, bekommt den Spinnenboost. Während der Stunde, während wir eben sozusagen jetzt die Monster töten, wissen wir aber nicht, wie viele die anderen jeweils töten. Deswegen ist auch ganz wichtig, dass wir vielleicht, also, dass wir ein bisschen gucken wegen Chat und Spoilern und so. Weil es könnte sein, dass jetzt ihr sagt, okay, ich möchte auf dieses Monster gehen, weil ich möchte diesen Boost zu 100%. Und vielleicht geht kein anderer drauf, aber euer Chat könnte da rein drin schreiben, hey, yo, nimm nicht das. Wie ehrlich, wenn ich das Monster keine Ahnung, was sie gerade erklärt, Leute. Bro, kann ich, also... Tut mir leid. Ich bin noch nicht fertig mit erklären, hä? Also. Sorry. Schere. Ja, letztes Mal ist die Challenge mit raus, Schere, danke. Ja. Ja, dann wird im Anschluss nach der Stunde, in dem wir die Monster gefarmt haben, werden wir uns nochmal zusammentreffen, haben eine Auswertung, wer in welcher Kategorie sozusagen die meisten getötet hat. Und danach, nach der Auswertung geht es in... eine frische Welt. Es wird vermutlich einfacher sein durch die Boosts, die ihr halt bekommen könnt, weil die nämlich ziemlich stark sind. Und wenn ihr wollt, würde ich die euch auch gerne dann jetzt einfach vorstellen. Alright, let's go. Kriegen wir so eine Liste auch nochmal zum Gucken, zum Lesen? Weil ich kann Er hat es gerade legit gesagt, du bist wirklich, du hörst keine Sekunde zu, du bist so ein Waschlappen. Oh mein Gott. Ja, zeig's ihm, Feister, los, zeig's ihm, dein Skin ist zwar scheiße, ja, aber mach weiter. Hey, nein, Bruder, schau mal dein Skin an, du hast so zwischen deinen Beinen, da hast du einfach nichts. Bruder, meiner ist wenigstens OG, Digga, wenigstens bin ich nicht so eine hässliche Ratte. Meiner ist wenigstens OG, du hast auch Renegade Raider, oder? Darf er so mit dir reden, können wir Der ist auf Angriff. Ich versuche mal eine andere Seite von Feister rauszukitzeln. Nein. Das Kindermonster kommt. Oh. Oh, je. Arme hoch. Nein, ich muss die. Dann, als 5. Kategorie haben wir einen Papagei. Wenn ihr am meisten Papageien tötet, dann könnt ihr fliegen. Na! No. Oh, was heißt, okay, so, Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich werde keinen Papagei töten. Was heißt fliegen? So creative fliegen oder mehr wie so eine Elytra? So, es ist wie creative fliegen, aber langsamer. Es ist schon sehr stark. Okay. Kurze Zwischenfrage. Ja? Hallo, ich hab gerade was gefragt. Nein, ich würde erst Norex-Frage hören wollen. Ich bin Rücken. Boah, scheiße, wow. Der Castro, da geh nach Hause. Ja, Mann, mach doch deinen guten Redstone-Computer. Leute, heute zeig ich euch, wie ihr einen Computer in Minecraft baut. Ich baue das auf jetzt. Oh, heute machen wir eine Farbe. Ich spiele mit dem Laptop. Digga, Heiko, weil das zu ernst gerade. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Okay, gehen wir mal davon aus, einer ist so Arsch. Einer ist richtig Arsch und kriegt von keiner Kategorie. Kriegt von keiner Kategorie am meisten Mobs. Hat er dann gar nichts? Nee, dann hat er keine Items, ja. Okay, oh mein Gott. Aber. Wir werden, by the way, in der 1-Stunden-Zeit werden wir auf derselben Welt sein, ne? Also. Mit töten oder ohne? Digga, also Retalk. Digga, das ist so eine richtige. Können wir uns töten? Bitte. Castcraft hat seinen kompletten Stuff nehmen und seine neue Emma-Matratze. Also an sich ist es nicht verboten, aber wir haben immer so ein Gentleman-Agreement, dass wir einfach halt untereinander cool sind. Und eigentlich ist es noch nie vorgekommen, außer dass einmal Kevin Heiko getötet hat, irgendwie vor 2 Jahren. Das ist. Pass auf, wenn du an dem Room Portal stehst, Alter. Ja. Ups, Heiko, Heiko rechts den Kopf. Ups. Also, ich sag nur so viel. Wenn du mich versuchen solltest, in den ersten 15 Minuten irgendwie zu Obby-trappen, damit du irgendeinen Clip oder so bekommst, dann kann ich auch anfangen. Dann kann ich auch anfangen, mit irgendwelchen Zuschauern hier Battles aufzunehmen. Du weißt, ich würde das niemals machen, aber ich würde halt gerne Heiko töten. Ey, Loki, ich finde, Norex ist auch auf dem Level von einem Zuschauer. Es würde keinen Unterschied machen, ob er dabei ist oder ob wir so ein VIP von irgendwem von uns reinnehmen. Oh ja, danke, Basti, dass ich hier das mit dem Beat gewonnen habe heute. Ey, schön, euch alle mal kennenzulernen. Ey, freu mich auch. Ey, mein Held ist Feister. Feister ist mein Held. Nein, ich bin der zweite Wildcard. Ich bin der Plus 1. Ich stehe gerade in der Ecke. Bitte notest mich nicht. Nein.
Wildcard, das ist wild. Drowned. Dann haben wir Hexen.